Oberhalb von Bayerischzell liegt das Sudelfeld. Es ist durch weite, geschwungene Wiesenflächen gekennzeichnet und gilt mit 31 Kilometer Skipisten als das flächenmäßig größte zusammenhängende Skigebiet Deutschlands. Jetzt im Spätherbst ist hier noch nicht allzu viel los. Und bei solchem Wetter gar nichts. Wir nutzen es als Zufahrt zum Ausgangspunkt für unsere Bergwanderung im Mangfallgebirge. Unsere Tour beginnt am Gasthaus Rosengasse. Ja, wir hätten uns besseres Wetter gewünscht. Immer wieder fängt es leicht an zu regnen und die Sicht ist auch nicht berauschend. Schon bald erreichen wir diese kleine Kapelle. Eine angebrachte Gedenktafel verweist darauf, dass Georg Waller sie 1940 errichtet hat. Noch ein Stück höher liegt die Rosengassenalm. Leichte Nebelschwaden verzaubern das Gelände. Der Weg wird schon bald unbefestigter. Die Kuhglocken werden leiser und wir begeben uns in ein dunkles Waldstück. Der Verlauf des Weges ist durch knorrige Wurzeln und steinigen Untergrund geprägt. Obwohl wir ganz schön außer Atem geraten, entdecken wir so manche sehenswerte Komposition am Wegesrand. Geschafft. Am oberen Waldrand übersteigen wir diese Viehsicherung. Wir haben ein gutes Stück an Höhe gewonnen. Weiter geht es auf recht freiem Almgelände, auf flachem Kurs. Deutlich erkennbar, tief hängende Wolken haben den Tag im Griff. Doch wir lassen uns nicht beirren. Zum Glück hat es aufgehört zu nieseln und wir können recht optimistisch sein, trockenen Fußes unser Ziel zu erreichen. Immer wieder wechseln sich waldige Abschnitte mit knochigem Wurzelwerk mit gut begehbaren Abschnitten ab. Noch einmal tauchen wir auf recht felsigem Weg in ein geschlossenes Waldstück ein. Ein bisschen Vorsicht ist hier schon geboten. Der steinige Untergrund ist sehr glatt und die Gefahr, einmal auszurutschen, recht groß. Nach diesem recht litschigen Abschnitt führt uns der Weg aus dem Wald heraus und ein relativ breiter Forstweg bietet wieder sicheren Untergrund.
Nur noch wenige Gehminuten trennen uns von der Himmelmoosalm. Es geht sogar wieder ein Stückchen bergab. In beeindruckender Schönheit zeigt uns der Nebel, wie er auch hier oben die Landschaft im Griff hat. Da das Wetter wieder schlechter geworden ist, steht unser Entschluss für den heutigen Tag fest. Wir beenden hier unseren Anstieg zum Brünstein und kommen im nächsten Jahr bei besserer Sicht wieder. Auf dem gleichen Anstiegsweg erreichen wir im September 2008 erneut das Gebiet der Himmelmoosalm. Der Brünstein liegt im Sonnenschein und auch die Fernsicht lässt hoffen. Der wilde Kaiser ist zum Greifen nah. Auf leichtem Weg erreichen wir das Brünsteinhaus. Gleich dahinter beginnt der Dr. Julius Meyer Weg, ein Klettersteig zum Brünsteingipfel. Am 15. August 1898 wurde dieser der Öffentlichkeit übergeben. Er wurde nach dem damaligen ersten Vorsitzenden der Alpenvereinssektion Rosenheim benannt. Dr. Meyer war Arzt, aber auch Schriftsteller. Sein Buch Auf stillen Pfaden gehört zu den besten und feinsten, was die alpine Literatur Anfang des 20. Jahrhunderts aufzuweisen hatte. Der Erbauer des Weges war der damalige Pächter des Brünsteinhauses, Georg Seebacher. Die Natur hat dem Anstieg eine herrliche Beigabe gespendet: einen hochromantischen Felskamin. Seit 2006 wurde der Anstieg grundsaniert. Wie auch schon in der Vergangenheit haben die Brandenburger Gebirgspioniere im Rahmen einer Ausbildungs- und Übungseinheit daran mitgewirkt. Insgesamt wurden 1105 Arbeitsstunden am Berg benötigt. Der Sachaufwand betrug 6200 Euro.
gehört dieser Klettersteig doch eher zu den einfachen seiner Art, sollte man doch in einem gewissen Maße schwindelfrei sein. Wir lassen uns weiter von den Seilen führen und erreichen schon bald den finalen Anstieg. Etwas leicht außer Atem begehen wir das letzte Stück. Der felsige Gipfel in 1619 Metern Höhe ist erreicht und es grüßt uns eine kleine Kapelle. Die Wintervorbereitungen sind im vollen Gange. Etwas abseits über eine nochmalige kleine Gratwanderung erreicht man das Gipfelkreuz. Nach dem obligatorischen Eintrag in das Gipfelbuch relaxen wir und versinken träumerisch in der Berglandschaft. Thank you.